Bitte einsteigen, Herr Oberleutnant. Ja, ja, sofort. Los, los, los! Einsteigen! Alle einsteigen! Katrin, wo warst du? Der Zug fährt da. Ich weiß. Ich war doch beim Arzt. Jemals. Wir bekommen ein Kind. Papa, schickst du mir eine Ansichtskarte? Mach ich. Versprochen? Versprochen. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Nein, wird nicht gebrochen. Aber jetzt zum letzten Mal, Herr Oberleutnant. Einsteigen! Los! Alle einsteigen! Ich komme bald wieder zurück. Ich verspreche es dir. Weihnachten bin ich wieder zurück. Именем Союза Советских Социалистических Республик выносится приговор. Ergeht im Namen der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken folgendes Urteil. Der Angeklagte wird für die Verbrechen im Kampf gegen die Partisanen schuldig gesprochen. Der Angeklagte wird zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Das Urteil tritt mit dem heutigen Tage, dem 13. Juli 1945, in Kraft. Orel! Orel! Du bist dran! Mann umdrehen. Dich, Lieschen. Heute habe ich einen Brief für die Mama. Grüß Gott. So, da. Dafür kriege ich aber jetzt ein Küsschen. So ein kleines Nudel. Lieschen.
Mama! Nachricht von Clemens? Vom Roten Kreuz. Wir sind uns vorliegen in der Feinde über Kriegsgefangenen und Soldaten. Doch der Name Clemens Forell nicht auf. Hm. Noch keine Auskünfte über das Verfahren des russischen Militärgerichts. Fühlt sie sich? Sie wissen nichts. Nichts. Hm. Gegrüßet seist du, Maria, Mutter der Gnaden. Bitte mach, dass mein Papa wieder nach Hause kommt. Papa. Beim Divisionsstab und hast Landkarten gezeichnet. Ja, und das habe ich jetzt davon. Wo ist die Skap der Schniff? Keine Ahnung von Geografie, was? Nach Süd. Das Uralgebirge. Westlich davon. Die Kleinigkeit, die uns in Zukunft nicht mehr interessiert. Europa. Aus dem Fluss Irtysch. Den haben wir hinter uns. Wir sind jetzt ungefähr hier. Nach Osten zu. Ja, hier nicht sehe. Lena, Team, kleine Olegma, klein. Das hierzulande übrigens alles, was weniger als 1000 Kilometer lang ist. Kap de Schneef. Tja, also, das ist noch weiter im Osten, im Nordosten. Das dauert noch unendlich lange, bis wir da ankommen. Wir werden dann nie ankommen. Wir lassen uns verhungern und erfrieren. Vielleicht haben wir es auch nie anders verdient. Wir haben unsere Pflicht getan, Kamerad. Du warst doch schon bei der SA dabei. Und ich bin stolz drauf. Jetzt reicht's. Ach, Scheiße! Wir müssen keine Befehle mehr haben, Mann. Das ist vorbei. Die Fehler weg jetzt! Was machen Sie denn da? Geht doch! Вынести трупы!
kein Stück für jeden. Noch weniger als sonst. Clemens, wir bekommen ein Kind. Weihnachten bin ich wieder zurück. Блядь, я рассказал по четыре парня! Следующий, по четыре! Warum kriegen die immer zuerst? Da jetzt Regale was hier! Ihr sollt langsam machen! Und? Wo bleibt das Hauptgericht, Hauptmann? Dann die bitte noch vergehen. Die lassen uns verrecken. Die haben uns abgehängt, damit wir verrecken. Das war's. Die bringen uns um. Die erschießen uns. Die müssen uns erschießen. Halt endlich dein verdammtes Maul. Junge, reiß dich zusammen. Der letzte Brief von meiner Mutter. Der gibt mir Kraft. Die bringen uns weg. Wohin? Dabei.
Mai suka. November. Irgendwo in Sibirien. Dieser Brief wird euch nicht erreichen. Er wird nie abgeschickt werden. Ich kann ihn noch nicht einmal schreiben. Kaum, dass ich in Gedanken fassen kann, was ich euch sagen will. Ich habe dieses große, kreischende Rad gesehen. Dieses Schreckliche, das alles zermalmt. Aber ich weiß auch, es gibt keinen unabänderlichen Schmerz. Nur eine andauernde Hoffnung. Вы спасли роту. Перешли через линию фронта. За это получили орден. Будете? Нет, спасибо. Вы могли бы служить в Западном округе или в Ленинграде. А вы оказались здесь, на мысе Дежнёва. Почему? Потому что считаю это своим долгом. Шершилафам? Ну, ладно. Вы будете отвечать за систему безопасности лагеря. Я надеюсь, вы с этим справитесь? Благодарю за доверие, товарищ майор. Буду стараться. У нас есть пенициллин, я знаю это, нам доставили его американцы. Так что, давайте его сюда. Осторожно, доктор Штауфер. Вы будете отвечать, если разразится эпидемия. Я без вас разберусь, за что мне отвечать. Не забывайте, кто из нас старше. Вы
Вы нужны там, для осмотра. Мы здесь еще не закончили, старший лейтенант Каменев. Это приказ коменданта, а я здесь для того, чтобы они выполнялись. Зизинт, доктор Штауфер. Не воля, оберлейтенант. Зибегляйтен, доктор Пахмутова. Es gibt viel zu tun. Nördlich vom Polarkreis. Wo willst du ja auch hin? Kein Baum, kein Strauch, nicht mal ein Grashalm, den du fressen könntest. 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220. Ein Schiff. Wir sind hier am Ostkap. Wird es bestimmt einen Hafen geben. 227. Стоп! Все сначала. Пересчитать еще раз всех. Es ist mühsam, доктор Штауф. Aber es hat einen großen Vorteil. Wir wissen nachher, wer gesund ist und zur Arbeit taugt. Dann brauchen Sie uns ja nicht. Doch. Für die Totenscheine. Раздевайся, ну! Подожди. Was versteckst du? Nur ein Brief. Von meiner Mutter. Ausziehen. Alles. Was machst du? Ich gebe dem Kamerad meinen Mantel. Was möchtest du? Damit er nicht erfriert. Darf ich etwas sagen, Herr Oberleutnant? Nein. Wie heißt du? Clemens Forell. Clemens Forell, behalte deinen Mantel. Du wirst ihn brauchen. Продолжайте движение. Направо!
als ich aus. Geh da raus zum Altern. Da hast du frische Luft. Не разговаривай! Проходи! Das Nationalkomitee Freies Deutschland. Jeder, der sich rechtzeitig auf die richtige Seite geschlagen hat, erhält seine Chance. Forell, nicht? Clemens Forell. Funzlich. Was ist denn? Papa ist nicht tot. Nein, Lieschen. Ganz bestimmt nicht. Forell. Tut mir leid, nichts. Ich habe keinen Eintrag. Das heißt nicht, dass ihm etwas zugestoßen ist. Im Herbst wird wieder mit den Russen verhandelt. Vielleicht erfahren wir dann was. Sie müssen warten. Warten. Scheiß Licht!
Пленный форель! На выход! Товарищ старший лейтенант, заключенный форель по вашему приказанию доставлен. Свободен. Есть. Товарищ инженер из Нихта. Ундеркерль из Тедум. Wirst du gut behandelt? Ich beklag mich nicht, aber im Stand. Los, bring die Maschine in Gang. Ich? Wie soll ich das denn machen? Du bist Mechaniker, Plenny Farrell. Steht in deinen Papieren. Oder willst du behaupten, dass da was Falsches steht? Давай, запускай. Стоп! Du sprichst Russisch? Davon steht nichts in deinen Papieren. Nur ein paar Wörter. Давай, иди отсюда. Lern die richtigen. Да. Выходи! Не двигаться! Lebst du noch, Plenny Farrell? Lauter! Jawohl! Herr Oberleutnant!
Kamenev! Gut so. Wo wolltest du hin? Nach Alaska? Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken hat ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Selbst wenn du es geschafft hättest, sie hätten dich ausgeliefert. Stillgestanden! Gut, so. Verstärk ihr. Du kommst hier nie raus. Du wirst hier dein Grab finden. Wir alle. Geh. Deine Kameraden warten auf dich. Sie haben mich hergenommen. Ja, doch kein Wunder. Das ist der Hunger. Ja? In 5 Tagen nichts zu essen kriegen? Wie kann man nur so dumm sein? Einfach davonlaufen bei der erstbesten Gelegenheit. So schaffen Sie das nie. Kommt er durch? Der ist zäh. Bringen Sie ihn ins Lazarett. Das ist ein Befehl. Ist doch noch hohes Fieber. Hoffentlich kein Typhus. Helfen Sie mir. Helfen Sie, ich muss einen Brief nach Hause schreiben. Er wird nie ankommen. Grüßt euch!
lieber Papa. Ich möchte dir einen Brief schreiben, aber ich weiß nicht, wohin ich ihn schicken soll. Mama hat gesagt, du bist in Russland. Aber Russland ist so groß, so weit weg. Ich würde dich so gern mal wiedersehen. Wissen Sie, was das ist? Das sind keine Spinnweben, wie unsere Bachmann-Dorfer sagt. Hier gibt es keine Spinnen. Hier gibt es nur Blei. Was heißt das? Das führt zur Bleivergiftung. Dem Schriftsetzer empfiehlt man, den Beruf zu wechseln. Kann man nichts dagegen tun? Nein. Früher oder später erwischt es jeden. Es muss vorbereitet sein. Sie brauchen die richtige Kleidung, feste Schuhe, ein Kompass. Wie werden Sie sich ernähren? Was ist, wenn Sie andere Leute treffen? Wie machen Sie sich Feuer bei minus 40 Grad? Ich weiß ja, dass es nicht geht. Seien Sie doch ruhig! Sie wissen überhaupt nichts. Wenn Sie bis zur Lena kommen in einem Jahr, dann dürfen Sie niederknien. Gott für seine Güte danken. Die Lena ist da mitten in Sibirien. Ja? Ich kann Ihnen helfen. Годин. Майя. Годин. Клубман. Ich habe alles sauber gemacht. Sehen Sie? Alles sauber. Bei uns haben Spinnen keine Chance. Годин. Fieber. Пенициллин. Он может работать? Нет. А я думаю, что может. Der Mann hat Fieber. Sie entscheiden nicht, доктор Штауфер. За стационар отвечаю я. А я отвечаю за то, кого направлять сюда, кого отсюда. Годин.
Diese Karte hier hat Dunhorn gezeichnet, als er noch am Leben war. Sie kann natürlich nur ungenau sein. Ein Fluss, der heute so verläuft, kann morgen ganz anders fließen. Im Winter sind die Flüsse zugefroren, aber im Sommer hat man das Gefühl, man steht vor einer Meeresküste. Da muss man den nächsten Winter abfangen. Sie mich, Herr Oberleutnant? Sie arbeiten zu lange, Dr. Stauffer. Nehmen Sie einen Schluck. Danke. Danke, das tut gut. Woher haben Sie das? Von der Kommandantur genehmigt. Ich brauche es, um Schienen zu schneiden. Für die Knochenbrüche. Hier fehlt es doch an allem. Heute nicht mehr arbeiten. Machen Sie das Licht aus. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Glück gehabt. Wir haben keine Zeit mehr. Ich kann Ihnen nicht alles erklären. Hier. Mein Pullover. Stiefel. Tagsüber tragen Sie alles, was Sie haben, am Körper. Nachts ziehen Sie davon was aus und decken sich ganz locker damit zu. Ja? Warte los, fangen Sie an. Sie müssen mir das genauer zeigen, ich weiß... Was ist jetzt? Wollen Sie ja oder nein? Natürlich will ich! Aber nur heute und jetzt! Wenn Sie heute Nacht nicht verschwinden, dann gehen Sie in den Berg und niemals mehr raus! Ich habe Gepäck deponiert bei dem Hügel, wo die Lorobahn vorbeifährt. Getrocknetes Brot und Fett ist drin. 2 Kilogramm Machorca. Rauchen Sie nicht. Sie brauchen es zum Handeln. Spirituskocher. Kompass. Schneeschuhe sind auch dabei. Wir haben sich das alles beschafft. Ja. Es ist eigentlich meine Flucht. Sie unter der Kleidung tragen. Am besten am Bauch. Sie ist geladen. 8 Ersatzpatronen. Sie werden auf der Stelle erschossen, wenn man sie damit findet. Warum fliehen Sie nicht selbst? Eine große Gefahr ist, dass Sie Ihre Stimme verlieren. Führen Sie also Selbstgespräche. Reden Sie mit Bäumen, wenn es sein muss. Das nehmen Sie auch mit. Ich habe die Adresse angekratzt. Von meiner Frau in Magdeburg. Sagen Sie ihr, dass ich alles vorbereitet hatte. Tja, warum fliehe ich nicht selbst? Seit mehr als 2 Monaten mache ich mir nichts mehr vor. Krebs. Ich habe nur eine Bitte vorbei. Wenn Sie es schaffen. Gehen Sie zu meiner Frau. Sagen Sie ihr, dass ich sie geschickt hätte. Und sagen Sie ihr, dass ich im Winter 49/50 verstorben bin. Februar. Beschreiben Sie ihr das Grab hinter den Baracken. Sagen Sie ihr... Ja, sagen Sie ihr, dass dort ein Kreuz auf meinem Grab steht. Warten Sie. Sagen Sie besser Mai. Dann wird sie sich mit Blumen vorstellen. Das ist etwas frühlingshafter. Versprechen Sie mir das?
Messer nehmen Sie auch mit, ich brauche es nicht mehr. Sie haben den Vorsprung bis morgen früh zur Visite, das reicht nicht. Gehen Sie deswegen nicht nach Westen, wo man Sie vermuten wird. Gehen Sie nach Norden bis zum Meer und dort die Küste entlang. Das ist sicherer. Извините. Прошу тебя, подожди. Позвольте, я сам позабочусь об этом. Систу, das macht der Deutsche. Он сам позаботится об этом. Он даже рад, что ему позволено работать. Мы тем самым временем можем с тобой... Предупреждаю тебя. А я предупреждаю тебя. Если ты не перестанешь возиться с этими немцами, особенно с этим, блин, форелем. Что? Что-что? А может быть, уже было что-то, а, с вами, а? Когда я с тобой говорю.
ehrenamtliche Verpflegung gehalten, sonst nicht. Sie wissen, wer daran schuld ist. Sie machen uns zum Mitschuldigen, das ist nicht gerecht. Sie sprechen von Gerechtigkeit. Ja. Und wenn ihr uns alle totschlagt, wir werden die Hand nicht mehr gegen Kameraden erheben. Старший лейтенант, патруль с задания прибыл. Доложите обстановку. Мы прочесали равнину в западном направлении до начала предгорья. Но так далеко он бы не ушел. Мы уже 5 дней в пути. Выбились из сил. Думаю, он нашел свою смерть под снегом. Вы должны исполнять приказ, а не думать! Вы не справились с заданием. Все, идите! Лагерь вышел из-под вашего контроля. Вы не справились со своим заданием. Одного вы упустили, другого застрелили. Это саботаж. Он оказал сопротивление. Это хорошо. Поверят. А форель мог замерзнуть. Напиши об этом рапорт. Нет, он не мертв. Du bist im Himmel. Mein täglich Brot gib mir heute. Mein Brot gib mir jetzt! Gib mir jetzt!
отец! Thank you.
Steinbaum! Ich schaff's. Ich schaff's. Все станции проинформированы. Все? Радиусом 500 километров. Надо увеличить радиус. За 2 месяца он мог пройти гораздо больше, чем 500 километров. Mit dem Gewehr! Ist ja gut, ist ja gut. Wir wollen gar nichts von dir. Wir hätten dich schon längst erschießen können. Aber wir sind Jäger und Goldgräber. Im Sommer waschen wir Gold. Und im Winter jagen wir. Wir haben das Feuer gesehen. Und da dachten wir, sehen wir mal nach. Du bist Deutscher, hm? Und abgehauen. Es wird schon hell. Und gleich kommt ein Buran. Du musst dir sicher einen Platz suchen. Und wir kennen so einen Platz. Komm mit uns. Ich brauche euch nicht. Geht! Geht! Gut, dann nicht. Пошли. Anastas! Ну ты где? Na, was ist? Glaubst du uns immer noch nicht? Ich bin Semyon. Und wie heißt du, Deutscher? Piotr. Das machst du richtig. Trau keinem einzigen und nenne auf keinen Fall irgendeinem deinen richtigen Namen. Komm mit uns. Allein schaffst du es nicht in Sibirien. Es wird Frühling, Lieschen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Soll ich Gott dafür danken oder meinen sibirischen Gefährten?
Es ist erst ein kleines Stück des Weges, den ich noch gehen muss. 10.000 Werst, sagte Semyon und hat gelacht. Semyon lacht immer. Kommen wir zum Kalima-Gebirge. In 2 Tagen sind wir da. Vielleicht auch in 3. Aber der Fluss geht nach Norden. Nach Westen. 500 Kilometer nach Westen. Bring mich heim, Anastas. Mit diesem Floß. Wir überqueren den Kaukasus. Du schaffst es. Ja, ja. Wenn es einer schafft, dann er. Ja, das wäre schon möglich. Aber eigentlich solltest du gar nicht weggehen. Sieh dich doch richtig um. Das ist das wunderbare Sibirien. Reich und schön. Ach, hier findest auch du dein Glück. Und nun, Piotr. Geh ins Ruder. Jetzt zeig uns mal, was du gelernt hast. Das hätte mich einfach ersaufen lassen. Danke, Petja. Thank you.
es Peter ist. Diese Blätter. Kann man essen. Siehst du, von mir kannst du lernen. Semyon, warum habt ihr mich mitgenommen? Wir sind vom Goldfeld geflohen. Anastas hat gesagt, du würdest uns verraten. Früher oder später hätten sie dich gekriegt. Aber jetzt bist du einer von uns. Nein! Ich bin nicht ertrunken. Was hätte ich tun sollen? Das Floß aufgeben mit allem Gepäck? Wo ist mein Rucksack? Weg! Im Fluss! Es ist alles klar. Was ist mit meinen Sachen passiert? Ich dachte, du hättest noch Salz. Noch schon lang kein Salz mehr. Oh nein. Wofür brauchst du die denn noch? Hier gibt es Städte und Straßen, davon hast du nie was gehört. Flüsse werden umgeleitet. Überall wird gebaut, geforscht, kollektiviert. So ist das heute in der Sowjetunion. Hast du denn vielleicht noch Salz? Hast du denn nicht nachgesehen? Was bin ich für ein Idiot? Salz? Wodka. Wodka. Was für ein Glück, Petrucha. Wodka, gerettet, Petrucha. Warum hast du ihn umgebracht? Warum wohl? Wir müssen ihn beerdigen. Wir lassen ihn da. Die Wölfe werden das schon erledigen. Der Kerl wollte mir mein Gold stehlen. Weißt du was, Petja? Nimm die Sachen und lass uns gehen. Wir schaffen es bestimmt auch ohne ihn. Gehen wir. Komm schon. Es geht heimwärts, Schritt für Schritt, auch wenn ich Umwege machen muss. Das habe ich gelernt. Der Weg nach Süden, in den Westen, führt zuweilen nach Norden, ostwärts.
Piotr! Piotr! Schluss! Ich kann nicht. Wir schaffen es, Semja. Wir müssen weiter. Gib mir dein Gepäck. Ich kann es tragen. Du bist ein guter Kamerad. Aber das Gold reicht nur für einen! Ah! Это я, Колька. Вот он, Алёшка. Oh,
Военнопленный? Ты бредил во сне? Вот Ирина. Ее дедушка тебя лечил. Он всех лечит, кто заболел. А вот его мужа не мог вылечить. Медведи разорвали. О, жена моя. Сын мой. Мне нужно уехать. Надолго. С собаками. Да ты не беспокойся. Тебя здесь никто не тронет. Вот тебе нужно пить, есть. Ну, чтоб силы вернулись. Понял? Я. Клименц. Клименц? Климинс. Климинс. Климинс.
хотел купить себе паспорт за золото, который сам украл. Представляете, товарищ Каменев? Это меня не интересует. Мне нужен другой, который упоминался в сводке. Один немец. Он говорил что-нибудь об этом немце или нет? Так точно, товарищ Каменев. Спросите его сами. Тот ли этот немец, которого вы разыскиваете, мы не знаем. Слушай. Хороший, да? О, смотри! Ух, какой красивый, здоровенный! У богатыря будет! А, у тебя есть сын? Не знаю. Или гоню. Адеус. Узнаешь. Обязательно узнаешь. Они тебя ищут. Это опасно для вас. Мне надо идти. Ада, Алёша тебя отвезет на равнину. Где большие леса. Ну а там сам посмотришь. Спасибо за все. Агиш! Вот моя собака тебя любит. Очень хорошая собака. Ему вот такой маленький кости хватит. Ну, счастливо. Спасибо.
ist schon so knapp. Hine, bohäng mir dann. Bohäng harches schäme. Марта, мы не можем... Марта... Я бы мы... Аргиш, хариш ты хтырех буне. Wie heißt du? Antworte dem Genossen Kontrolleur. Piotr Ivanovich. Ich bin Balte. 8 Jahre Zwangsarbeit, die sind vorbei. Jetzt muss ich zum Rayonchef vom MWD. Nach Chita. Hier. Chita. Hast du Papiere? Habe ich nicht. Aber... Also keine Papiere? Doch. Aber die sind wie üblich mit dem Kurier unterwegs. Sonst könnte ich ja fliehen. Mit Papieren. Ich kenne euch. Euch Schweinehund. Weißt du, wie weit es nach Chita ist? Weit. Sehr weit. 800 Kilometer. Verfluchter Köter. Er hat Hunger.
Wir haben im Wald kaum was zu essen gefunden. Raus. Sag, sie sollen dir was zu essen geben. Danke, Genosse Kontrolleur. Wir müssen ihn melden. Natürlich müssen wir ihn melden. Aber vor allem muss der Transport nach Chita weg. Es gibt einen Transport nach Chita. Du wirst den Zug begleiten und als Bremser mitfahren. Und du sorgst dafür, dass kein Gesindel aufsteigt. Bei jedem Halt prüfst du die Ketten. Verstanden? Ja. Los, komm, beeil dich! Ja, Akish. Baka. Старший лейтенант, взвод для выполнения боевой задачи прибыл. Командир взвода старший лейтенант Зыков. Сколько у тебя людей? 15. Застегнись. Виноват. Fast pünktlich, pleny Forel. Yeah.
Fischgesell, sei zur Hand. Heute muss die Glocke werden. Festgemauert in der Erde ist die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden. Frischgesell, sei zur Hand. Lernen muss man. Lernen. Immer weiter lernen. Wanderers Nachtlied. In allen Gipfeln ist Ruhe. In allen Witzeln spürst du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde. Warte nur. Bald ruhst du auch. Das war sehr schön, Elisabeth. Setz dich wieder hin. Er hat noch ein Gedicht gelernt. Rudolf. Нужно иметь. Ну, счастье. Ёб твою мать, блядь. Спасибо.
Gib mir meinen Schuh. Vergib mir. Ich zweifle, ob er Ihnen antwortet. Aber es geschehen ja Zeichen und Wunder. Ein Deutscher bittet um Verzeihung. Sie fallen auf. Es gibt hier viele Arme und Heruntergekommene, aber ein Deutscher war noch nie darunter. Mit Verlaub, mein Herr, Sie riechen ein wenig stank. Sie können sich in meinem Haus ein wenig frisch machen. Ich will Ihnen helfen. Ist es weit? Sind Sie nicht gut zu Fuß? Wir nehmen besser die Seitenstraße. Kommen Sie. Meine Brüder, wir kamen aus Polen. Ich bin in Sowjetunion, Sie sind nach Danzig. Dort hat ein Onkel gelebt. Ich habe es verbrannt, als ich die Nachricht bekommen habe, dass auch Sie... Nehmen Sie Zucker. Waren Sie im Lager? Haben Sie das Bild Ihrer Brüder verbrannt? Weil ich Ihnen nicht in die Augen sehen kann. Das tut mir leid. Das ist leicht gesagt. Was machen wir jetzt mit Ihnen? Sie brauchen einen Pass. Ein Pass? Sonst kommen Sie nicht über die Grenze. Gibt es einen Namen, den Sie sich zugelegt haben? Piotr. Piotr. Piotr Ivanovich Ulyanov.
Das ist hier so geläufig wie bei Ihnen Hans-Peter Müller. Warum tun Sie das für mich? Sie meinen, warum ein Jude einen Deutschen hielt, obwohl Ihr Deutsche meine Bruder ermordet hat. Wir haben davon nicht alle gewusst. Gewiss nicht. Gegen die Ermorden von Frauen und Kindern hätten sie sich gewehrt. Eher würden sie ihren Kommandeur erschossen haben. Aber sie haben ja nicht gewusst. Das ist ihnen alles verborgen geblieben. Sie haben nur ihre Pflicht getan. Ich tue auch meine Pflicht. Wir bereiten jetzt ein Bad vor. Mir ist ein wenig blumerant. Wenigstens stimmt die Frisur. Warten Sie hier. Es kann ein paar Stunden dauern. Wenn ich hinausgehe, lösche ich das Licht. Bleiben Sie im Dunkeln. Versuchen Sie zu schlafen. Ist gut. Kein Vertrauen. Ich habe gelernt, vorsichtig zu sein. Sie müssen wieder lernen, Vertrauen zu haben. Pass und Reiseerlaubnis. Der Transfer kostet nichts. Sowjetische Errungenschaft. Passen Sie auf Piotr Ivanovich Ulyanov. Sie sind Lette. Das erklärt Ihren Akzent. Prägen Sie sich die Daten ein. Sie müssen sich jetzt beeilen. Sammelplatz ist am Ende der Hauptgasse. Warum tun Sie das für mich? Haben Sie ein schlechtes Gewissen? Weil Sie keinem Juden geholfen haben? Das müssen Sie mit sich selbst ausmachen. Was jetzt? Mit Masse kommen Sie durch. Danke.
чем дело? Я наслышан о вашем гостеприимстве. Вы позволите войти? Schickst du mir eine Ansichtskarte? Следующий. Карен Дере, отвечаем. Карен Дере. У нас есть подозрение насчет вас. Но нет доказательств. Ну что такое доказательство? Но вы же не думаете, что я мог помочь немцу? Мне только нужно знать, где он. Ты понимаешь? Да. Я помог ему. И сделал бы это снова. Понимаешь, я помог бы любому. Дорога через Бою закрыта, придется ехать в подъезд там сильно. Сошел сесть с гор. Придется ехать другим маршрутом в объезд другой дорогой. Но это же огромный круг, начальник. Ну что ж поделаешь. Kommt man zu Fuß weiter? Да, можно. Только очень далеко. Здравствуйте. Здравствуйте. Woher kommen Sie? Es gab einen Erdrutsch im Gebirge. Давайте. Deswegen bin ich zu Fuß. Zu Fuß? Das ist sehr weit. Ja.
Sehen Sie, ich muss heute noch über die Grenze. Hier steht's. Gültig am 13. August. Die Iraner lassen mich wahrscheinlich morgen nicht mehr rüber. Ja, den Iranern kann man sowas immer zutrauen. Сегодня действует. Через границу хочет перейти. Да вроде нормально все, не знаю. По-моему, все в порядке. В конце концов, пускай идет, пропустят его иранцы. Нет, тебе какое дело. Хоть пешком идет, хоть на машине. Каждый день такие ходят. Нам должно быть все равно. Паспорт в порядке, пускай идет. In Ordnung. Спасибо. Ich hab dich besiegt. Wir glauben, er ist ein russischer Spion.
Darauf steht bei uns die Todesstrafe. Er nennt sich Clemens Forell und will von der äußersten Spitze Sibiriens als Kriegsgefangener geflohen und in 3 Jahren hierher gelaufen sein. Das klingt so unglaublich, dass es fast wahr sein könnte. Deswegen komme ich seinem Ersuchen nach und habe Sie hergebeten, um ihn zu identifizieren. Das letzte Mal habe ich ihn 1937 gesehen. Ja. Vor meiner Anstellung im Wirtschaftsministerium in Ankara. Es wird sich herausstellen, ob er mein Neffe ist. Sie haben jedenfalls mein vollstes Vertrauen, Herr Baudrechsel. A Sieur of Juret. Kennst du mich nicht? Sie behaupten, mein Neffe zu sein? Ich bin es. Setzen Sie sich doch. Wenn Sie Clemens Forell sind, werden Sie mir einige Fragen beantworten können. Gebirgsjägerregiment Reichenhall. Das Futter habe ich meiner Mutter geschickt, zu ihrem Geburtstag, 39. Das steht auch hinten drauf. Meiner lieben Mama zum Geburtstag. In aller Liebe, 15. Juli 1939, Clemens. Setz deine Mütze auf!
Agnus Dei exequit olit peccata mundi.